Ja, ist es auch in Ordnung. Ah ja, Fische gibt es ja mittlerweile auch, Unterwasserwelt gibt es auch, aber das weiß ich ja wahrscheinlich schon. Das habe ich, ja, aber bis am Rande. Also, ich finde Unterwasserlevel noch, fand ich noch nie geil. Hey, ich bin jetzt auch nicht so der Fan. Der Fliege? Ja, es gibt. Stirb. die sind im einen Mod drin. Gut. Hat mir nichts gebracht, außer innere Genugtuung. Na, wenn ich jetzt etwa... auch wolle? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die kann man scheren, ja. Okay. Stirb. Ja, natürlich gleich wieder. Ich mach dich nieder. Huch. Jetzt bin ich nichts. Viel zu krasse Rüstung, sorry. Weil, Leder habe ich bekommen. Das war nicht meine Intention. Ich brauche Kohle und Stein. Ich finde es so witzig. Wenn. Was ist jetzt los? Ja, nee, die Viecher. Achso. Ich mach die bloß nach. Ich weiß das nächste Mal, wenn mein Sohn so macht, vorm Einschlafen, wenn er wieder so vor sich hin sinniert, dann nehme ich dir das mal auf und schicke es dann. Dann denkst du sofort an die Lamas. Das ist dann Real Life Minecraft. Wie viel Kohle ist denn da jetzt noch? Ich meine, ich bin ja dankbar über die Kohle, ich will mich ja nicht beschweren. Klingt aber ganz anders. Was haben wir hier? Slate. Was auch immer Slate ist. Was auch immer Slate ist. Nix Gescheites. Ja. Brauche Stein für andere Pickaxe. Perfekt. Das ist das, was ich finden wollte. Ich weiß gar nicht, ob Ruinen drin sind. Was jetzt? Ach, jetzt nehme ich einen kleinen Eber. Achso. Die haben mich angegriffen, als ich hier lang gerannt bin. Ich kann mich an die Stelle erinnern. Und täglich grüßt das Murmeltier, oder wie? Naja, und jetzt habe ich mir gedacht, nope. Jetzt hast du dich gerecht. Ich bin wiedergekommen. Als strahlender Held. Mit Rüstung. Mit Rüstung und Eisenschwert und dann bam, 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 bam. Nee, warte. Das war früher. Ich meine, Fab. Fab. Ja, stimmt. Fab. Ach, damals. Bin gespannt, ob ich jemals meine private, ob ich jemals meine Minecraft-Welt, die Beere fällt nicht weit vom Stamm, ob ich jemals meine Minecraft-Stadt fertig bekomme, wo ich dann dieses NPC, beziehungsweise dieses Roleplay-Gaming machen kann. So Minecraft-Style mit NPCs so. Und so. Wo ich mal erzählt habe, dass ich doch auch eine Stadt baue in Vanilla. Ah. Mhm. Interessant. Ne. Oh nein, hier ist ein Braunbär. Ich hoffe, der greift mir nicht an. Sonst schnappt er ein Problem. Achso, wenn dich mein Krokodil fangen sollte, weil es gibt Krokodile, kannst du mit, und die fangen dich im Maul, kannst du mit Umschalt wieder aussteigen. Aussteigen? Ja, ich wollte... Sorry, ich hab keine Lust mehr. Ah, du blöde Kuh. Ah, die blöde Kuh, die hat mich gerade voll erschreckt. Ah, leck mich doch. Blöde Kuh. Ja, ich baue gerade, nebendran der Bär und dann baue ich hier gerade die Dinge ab und nebendran steht plötzlich diese blöde Kuh, wo ich so, da wieder rausgegangen bin. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade keine Ahnung mehr, wo mein Zuhause ist. Ich schon. Ich habe mir einen Wegpunkt gemacht. Ja, hätte ich machen sollen. Aber ja, nicht. Unter J kannst du nämlich Wegpunkte machen. Du kannst mit J auch die große Journey Map aufrufen, dann siehst du die Karte, die du schon aufgedeckt hast. Ja. Bist du gerade in meinem Tal? Nee. Ich bin bei dir. Huch,
Ich habe gerade ein Babyschwan erschaffen. Ja, ich bin also bei dir gerade. Nach rechts. Nee, warte. Muss dort. Muss mein Zuhause finden. Muss nach Hause. Solange du nach Hause telefonieren willst und den Finger so komisch vorhalt, so. Passiert manchmal. Naja, der leuchtet aber nicht, oder? Der Finger, weil sonst würde ich mir echt das Gedanken machen. Doch, doch. Das muss so. Okay. Oh, na klasse, hier ist eine übelste Schlucht. Schlucht? Ich glaube, hier bin ich mal runtergejumpt. Ja, du bist in der Nähe. Bist gleich da. Gleich da ist gut. Ja, mich müsst schon sehen auf der Karte. Ich sehe dich ja auch, oder? Ja, aber das Problem ist leider, hier ist ein großer Berg im Weg. Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber ich wollte unbedingt Berge in der Nähe haben, ich verliebe. Ja, das ist schon ein bisschen doof, ja. Ein bisschen ganz. Ah ja, ganz hier ist die Lava, auf. Ja, jetzt ist wieder. Wo ist das der Auto? Ja. Kein Fallschaden kriegen. Hä? Ist da gerade ein NPC? Hä? Ist ein NPC? Kann sein. Ich stell mir mal schnell eine Kiste bei dir auf, wo ich schnell mal. Der hält mich gerade an, aber hier ist nichts. Ist vielleicht. Hat der zwei Lamas dabei? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Davon viel. Der hält mich hier bloß an. Genau, also ich höre ihn bloß. Ich sehe ihn nicht, das ist das Problem. Ach so. Wie gesagt, achso, wenn er unsichtbar ist, ja, dann ist es ein Händler. Der Händler hat einen Unsichtbarkeitsdrang, der macht sich über Nacht unsichtbar, damit ihn die Mobs nicht sehen. Ah. Okay, Spinner, mal ruhig. So. Dann brauche ich das noch. Und was brauche ich noch? Eventuell, vielleicht aber auch nicht. Okay. Oh, die Schwäne. Hat die Spinne gerade geschossen? Weiß ich nicht, ob Spinnen schießen können. Okay. Vielleicht. Oh nein. Du, was war das denn für ein Geräusch? Du solltest ganz schnell. Das ist ein Phantom. Wenn du mehrere Tage in Minecraft nicht geschlafen hast, dann. Okay. Wirst du von den Phantomen. Von oben. Ja. Greif dich dann an. Na komm daher, du Kacke. Ja. Ich höre es nämlich bis hierher. Jetzt kommen wir mit Zombies. Achso, Vorsicht, Zombies bilden mittlerweile Horden, gell? Oh, bin ich jetzt gerade erschrocken. Horden? Horden, ja. Wenn ein Zombie merkt, da bist du in der Nähe, dann kommen immer mehr. Das blöde Phantom, gell? Okay, ich habe den Zombie mal gekillt, aber das Phantom kommt wieder. Es kommt. Ist nach oben. Und jetzt kommen schon die nächsten Zombies. Wiedersehen. Ist immer nur da. Das Phantom. Er ist tot. Okay. Ja, wird Zeit, dass du Bett baust. Aber da war gerade irgendwas weggerannt, was aussah wie, als wäre es vergiftet. Eine Ratte? Kann sein. Okay. Moin. Ich habe ein Bronzeschwert. Eine Ratte weniger. Bronzeschwert. Was? Das hat 10 Angriffsschaden? Was? Okay, ich muss das. Ich brauche Bronze. Ich brauche Bronze. Ich muss das Bronzeschwert. Das echt neue, schöne neue Geräusche. Ich habe keine Ahnung. Dieses. Das ist in deinem. Ja, was ist das? Das sind zwei Schwäne, die in deinem Haus rumlaufen. Lol. Ich habe doch hier den Schwan reingesetzt. Und dann hat er ein Ei gelegt, das habe ich hingeschmissen und dann ist ein Babyschwan rausgekommen. Na mal, hallo, ihr Ben, ha? Soll ich auch nochmal hier? Ich habe hier irgendwo auch noch ein Ei. Ja.
ja. Oh, ah, das wollte ich nicht. Ah, sorry, ich wusste, dass man damit abschießen kann. Achso, nee, du hast mich nicht getroffen. Nee, ich hab die Schwäne getroffen. Den Schwan getroffen. Die Kiste hier hinten, da habe ich mein Zeug erstmal reingeschmissen. Ich habe einen Rare Drop gekriegt. Weißt du, ich töte eine Ratte und krieg einen Rare Drop. Ja, hast du ein Glück. Ein Rattenskull. Okay, auch nicht schlecht. Das kann ich damit machen? Keine Ahnung. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Kann ich mit dir irgendwo hinhängen? Oder? Das wäre so witzig. Nee. Ich weiß nicht. Nee, kann ich nicht. Ah ja, genau, hier das meine ich an der Decke, dass er hängt. Ach! Das ist eine Trapdoor wahrscheinlich. Ah, lol. Die halt auch schon wie ein Gartenzaun irgendwie. Okay, in Ordnung. Ja, naja, gut, geht. Kann man machen. Auch es war nicht so, wie ich es mir gedacht habe, aber. Nicht das, was ich gedacht habe, ja. Nicht das, was ich wollte, aber es habe. Na, Schwänchen. Schwanilein. Aber guck mal, jetzt kann ich mich wenigstens mal hinstellen und dir sagen. So ein Rattenschädel. Okay, er ist ein bisschen arg groß für einen Rattenschädel. Hallo? Das Gefühl. Das war ja ein mächtiger Kampf. Nee, Monsterratte. Natürlich. Ich habe sogar einen Wildschweinkopf. Nicht schlecht. Oh, ich muss mal gucken, ob Backpacks drin sind. Oh. Gleich, warte. Oder hast du ihn gesehen schon? Ja, da kannst du ja ihr Jagdzimmer machen, ist ja geil. Das habe ich eigentlich gedacht mit deinem Rattenschädel. Ich wollte eigentlich den Rattenschädel aufhängen. Das ging nicht. Da kannst du jetzt echt, wenn du da dein Vampirschloss machst, kannst du da echt Rattenschädel aufhängen. Vampirschloss? Wer hat denn gesagt, dass Vampirschloss geben soll? Ja, was weiß ich. So, ich habe jetzt mal Fucking gemacht. Damit ich auch mal was sehe. Die Schwäne können mir ganz schön auf den Keks gehen, habe ich so das Gefühl. Ja, ja, ich wollte es gerade sagen. Oder hab's gerade eigentlich. Ich war im Begriff, es zu sagen. Naja. Ihr geht mir auf den Senkel. Das Problem ist, dass ich Angst habe, dass ich deinen Hund erwische, wenn ich hier. Was? Okay, ein Schwan ist schon mal tot. Pass auf, nicht sorry, deine Mutti ist tot, da musst du jetzt alleine durchkommen. Raw Bird Meat. Pass auf, der Hund hat Hunger. So sind sie, die Menschen. Grausam. Und ich habe nur ein Ei davon gerückt. Ach nee, das ist das Straußenei. Ich habe ein Straußenei vorhin gefunden. Wo ist das Glas eigentlich? Das Glas habe ich gerade in die Kiste rein, unten. Ja, warte. Ich könnte es ja nochmal. Möchte ich. Ich habe mir jetzt gerade den Schwan einverleibt. Also ich habe ihn jetzt gegessen. Ich habe ihn gekocht und gegessen. Und das vor den Augen des Kindes. Ganz wichtig. Ich muss natürlich wissen, wo es hingehört. Lustig wäre es jetzt, wenn du mit dem Schwein nur einen Apfel in den Mund legen könntest. Schade. Die komplette Demütigung von dem Tier. Na, kleiner Babyschwan. Growing Time, das steht sogar dran, wenn du da auf den drauf guckst, wann er wächst. In 660 Sekunden wächst er. Ja? Es gibt eine Glastür. Ja. Es gibt so viel Scheiß. Ich habe noch gar nicht richtig im Blick, was es alles gibt. Ja. Ich hab schon gerade krampfhaft rauszukriegen. Ah, Glasscheibe. Alles gut. Ich hab's rausgekriegt. Backpack wollte ich gucken. Pack, Slot, Pack, gewöhnlich, armselig, Stufe armselig. Ach du Scheiße, was gibt's denn da für Scheiß? Stufe armselig. Ah, Rucksack hier, oh Gott sei Dank. Kleiner Rucksack. Bitte, danke. Leder. Ich brauche Leder. Leder, Wolle und Faden. Hab gerade Leder. Ja, man braucht 4 Leder, 4 Wolle und ein Faden. Ich habe halt immer noch nicht gefunden, wo ich hin will, gell? Hä, kann ich das nicht einfach platzieren?
Eichhörnchen. Eichhörnchen, 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 bleib da, bleib da. So, wenn mir jemand so entgegenkommt, ich würde auch wegrennen. Ist wohl gut. So, wenn ich den Bär jetzt angreife, wie viel Leben hat der? Boah, der hat 25 Leben. Ich glaube, den greife ich lieber nicht an. Hä? Was war? Hä? Window.